Auch hier wieder ein Einführungsvideo mit Gesetzen, so man das nennen kann, und einfachen Beispielen, vor allem einfache Beispiele. Denn es gibt so viele verschiedene Funktionen, wie es verschiedene Gleichungstypen gibt. Und das hatten wir ja oben schon mal ein bisschen, dass wir uns über verschiedene Gleichungen unterhalten haben. Bei Funktionen wird eine Menge a auf eine Menge b abgebildet. Also wir haben irgendwie hier eine Menge a und hier eine Menge b. Und da wird jedem Element aus a, wobei jedem heißt nicht genau jedem, sondern es kann auch Elemente geben, die nicht, denen nichts zugeordnet wird, durch eine Zuordnungsvorschrift genau ein Element aus Y zugeordnet. Das heißt, es gibt genau einen Weg von einem Element zu einem anderen. Es gibt nicht zwei Wege von einem Element zu zwei anderen. Das macht eine Funktion aus. Der Bereich A ist der Definitionsbereich, der Bereich B ist der Wertebereich. Das heißt, alle Werte, die A erlaubt sind, sind der sogenannte Definitionsbereich. Alle Werte, die herauskommen können, sind der sogenannte Wertebereich. Diese paarweise Zuordnung nennt man dann eine reelle Funktion, wenn die Menge der reellen Zahlen in R liegt und die Menge B ebenfalls in den reellen Zahlen liegt. Üblicherweise werden die Funktionen nach ihren Termen benannt und werden mit Y gleich f von x abgekürzt. Sie lassen sich zeichnen oder durch interessante, beziehungsweise nennen wir sie die besser charakteristische Punkte bezeichnen. Wenn es interessante Punkte gäbe, dann gäbe es ja auch noch nicht interessante Punkte, und dann wären ja die nicht interessanten Punkte schon deshalb wieder interessant, weil sie ja nicht interessant sind. So die Argumentation eines Mathematikers. Also wir suchen neuralgische oder charakteristische Punkte einer Funktion. Das sind in der Regel Nullstellen. Das sind Extremwerte, Hoch-Tiefpunkte. Es können auch Schnittpunkte mit anderen Funktionen sein. Es können Schnittpunkte mit der Y-Achse sein. Schnittpunkte mit der X-Achse sind ja die Nullstellen. Das heißt also, wir suchen verschiedene Punkte, die eine Funktion charakterisieren. Man kann für verschiedene Funktionen schon von vornherein bestimmte Bilder angeben, also zum Beispiel eine lineare Funktion. Die sieht eigentlich immer so aus: y ist gleich ax plus b, dabei ist a die Steigung der Funktion, b ist die Schnittstelle, wo die Gerade, denn eine lineare Funktion ist eine Gerade, die y-Achse schneidet. Dabei ist, wenn a positiv ist, das nach oben gerichtet, dann haben wir eine positive Steigung. Sie können sich vorstellen, positive Steigung bedeutet, Sie müssen mit Ihrem Rad in Pfeilrichtung nach oben fahren. Geht es bergab in Pfeilrichtung, dann haben wir ein negatives a. Genauso gibt es, wie lineare Funktionen, gibt es quadratische Funktionen. Wir hatten auch quadratische Polynome. Und diese quadratischen Funktionen sehen bis auf einige kleine Ausnahmen eigentlich auch immer gleich aus. Sie haben die Form y ist ax Quadrat, da ist das Quadrat für den Namen, plus bx plus c, und sehen immer entweder nach oben gekippte Parabel oder sie sind eine nach unten geöffnete Parabel, wieder abhängig vom a. Bei positivem a ist es nach oben gekippt, bei negativem a ist es nach unten gekippt. So, das sind lineare und quadratische Funktionen. Für jedes beliebige Polynom lassen sich, oder polynomiale Funktionen, nehmen wir zum Beispiel mal ein Polynom dritten Grades. Das ist y ist ax hoch 3 plus bx Quadrat plus cx plus d. Also hier nur x in Potenzen und bis zum dritten Grad. Sieht bis auf Spiegeleffekte so auf, kann also bis zu drei Nullstellen haben, muss nicht drei Nullstellen haben, kann ganz ähnliches Aussehen haben, gestreckt, gedehnt, gestaucht, wie dieses Ding vierten Grades.
ich schreibe es nur noch mal ganz kurz hin, sehen bis auf Kippen, Strauch und ziehen immer so aus. Man kann sie natürlich auch drehen, also hier die Anfänge von oben können von unten kommen. Genau das gleiche hier natürlich auch, dann ist jeweils das A negativ. Und auf diese Art und Weise kann man so die ganzen Funktionen zeichnen. Zeichnen kann man sie am besten, wenn man diese Stellen wie Null, Stellen, Extremwerte und so kennt. An dieser Stelle mag ich aber nochmal schnell auf zwei besondere Funktionen hinweisen, die wichtig für Sie sind. Und zwar zum einen die Exponentialfunktion. Und dazu gehören die Logarithmusfunktion. Die Exponentialfunktion sieht immer so aus, dass man irgendwie das x im Exponenten hat. In der Regel ist die Basis, die bei uns meistens ein Faktor, der abhängig ist vom Zinssatz zum Beispiel oder vom Wachstum im Allgemeinen. Wir benutzen die Exponentialfunktion in der Regel als Wachstumsfunktion und die Logarithmusfunktion ist ihre Umkehrfunktion. Das heißt, y ist dann der Logarithmus zur zugehörigen Basis von x. Und diese Dinger sehen irgendwie auch immer gleich aus, also zumindest sehen sie immer ähnlich aus. Die Exponentialfunktion schneidet die y-Achse immer an der Stelle 1, kommt, wenn nichts davor steht, immer aus dem Negativen und geht ins Positive. Und schneidet nie die x-Achse. Die Logarithmusfunktion sieht ein bisschen anders aus. Es ist ja die Umkehrfunktion. Die schneidet, weil die y-Achse von e, also von der Exponentialfunktion bei 1 geschnitten wird, wird die x-Achse bei 1 geschnitten. Das heißt, der Logarithmus von a an der Stelle 1 ist immer 0. Und sie geht immer, so nähert sich der y-Achse ab, sie ist für negative Zahlen nicht definiert. Also man muss immer aufpassen, wenn man den Logarithmus auf die Exponentialfunktion anwendet, was passiert bei negativen Zahlen. Und auf den Definitionsbereich ein klein wenig achten. Eine andere wichtige Klasse, in der Betriebswirtschaftslehre nicht ganz so wichtig, sind die sogenannten Brüche. Beziehungsweise gebrochen rationale Funktionen. So heißen die Dinger. Da wird jetzt in diesem Kurs aktuell erstmal nicht drauf eingegangen. Da müssen Sie entweder bei YouTube oder ähnlichem mal schauen, wie das funktioniert. Oder bei Elias nochmal gucken, ob es da inzwischen auch einen Kurs für gibt.